So, und da sind wir mit der neuen Waffe, mit dem Schwabber, mit dem Blubberschwabber. Es blubbert und es sprudelt. Und es ist einfach herrlich. Ein wunderschöner neuer Tag, eine wunderschöne neue Woche. Na, habt ihr den Montag auch gut überstanden? Oder ist es schon Dienstag? Ach, ist auch egal. Ja, was ich loswerden wollte, war... Wollte ich noch irgendwas loswerden? Ich hab's vergessen. Ja, die neuen Seasons und die neuen Erweiterungen, die will ich mir jetzt natürlich endlich mal zulegen. Eventkampf, das ist übrigens das neue, zeitbeschränkte Kampf. Aber zuerst mal ein paar knackige Runden im Normalo-Modus. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Es gibt so viel zu tun, ja, und ich möchte auf jeden Fall... diese neuen Modis mal. Ich habe ja bei Splatoon 2 ja auch diesen Octo-Modus, also wo man Octoling dann spielt, ja auch immer noch nicht gemacht. Also es gibt so viel noch zu tun. Es ist weniger eine Geld-, sondern vielmehr eine Zeitfrage. Oh, wir sind auf dem Flugplatz. Guckt, Flugplatz und die Lieblingsfarbe, blau. Leute, kann es... Guckt euch das an. Guckt euch diese Map an. Ich liebe sie. Ich liebe diese Map und die Farbe. Ah, die ist so cool. Es ist so cool. Ich bin ganz ehrlich, mir ist jetzt irgendwie egal, ob ihr gewinnt oder verlieren. Diese Blasen, die prallen auch ab an den Wänden. Habt ihr das gesehen? Und die Reichweite. Bis darüber. Jawohl. Spann ruhig deinen Schirm auf, ja. Und ich werde es jetzt regnen lassen. Es gibt nichts Besseres als so eine Waffe, als so ein Regen. Einfach im... Da will gerade ein Gegner spawnen. Kriege ich den noch? Kriege ich den noch? Kriege ich dich noch? Nein, er kriegt mich. Patsch. es gibt nichts Besseres als so eine Tintenregenwolke direkt über dem Gebiet des Gegners einfach abregnen zu lassen. Das ist eigentlich auch bei der Coolkugel so der Fall, dass man die einfach überall hinwerfen kann. Das finde ich richtig toll. Das ist so richtig toll, das ist richtig klasse. So muss eine Ulti-Waffe sein, ja? Genau so muss eine Ulti-Waffe sein. Die Reichweite von dem Ding ist gigantisch. Guckt euch das mal an. Ja gut, der Sprinkler. Ich bin es gewohnt, Klecksbomben zu schmeißen, die dann die Gegner auch wegsplatten können. Das kann natürlich der Sprengler nicht. Also wer durch den Sprengler weggesplattet wird, ja, der ist eindeutig zu lange drunter gestanden. Das ist keine Dusche zum Duschen, wenn man weggesplattet. Soll aber schon Hüstel vorgekommen sein, ja. Wenn man nicht aufpasst oder so. So, die Reichweite ist gigantisch. Ei. So, ich verschanze mich hier mal ein bisschen. Ich werde hier mal... das bringt nicht viel. Wenn ich ehrlich bin, ich will hier meine was wird jetzt hier? Aber hier nimmt niemand mich da swatten, oder? Nennt man das swatten? Ja, die Ulti-Waffe will ich mir holen. Und ich will es wieder regnen lassen. Oh, die Flughafen. Oh, die Flugzeuge. Batsch. Habe ich die Wolke noch abschießen können? Nee. Das Beste ist ja auf dieser Map, also außerhalb von der Map, was man da noch sieht, dieser Welt, da ist ja auch Bewegung drin. Also da fahren Autos, hat man da gerade gesehen. Aber auch bei anderen Maps, das war glaube ich, war das bei Splatoon 1 auch so? Ich glaube schon. Also es ist auch Bewegung außerhalb der Map in dieser Welt, was es eben noch realistischer macht und noch schöner macht. Und das schätze ich eben. Man kann natürlich die Map nicht verlassen. Man kann nicht runterspringen. Dann ist man nämlich auch tot. Ja. So. Aber das macht ja nichts. Wird man schwarz-weiß, wenn man da reinläuft? Ja, das war's. Das war ein eindeutiger Lose, würde ich sagen. Aber macht nichts. Dabei sein ist alles. Und eine tolle Map. Habe ich schon erwähnt, dass die Map toll ist? Ja, Sparta hat, was war denn das? Ein Asbestanzug. Ja, ziemlich cool. Ich gehe nur schnell was nachgucken.
Ich werde das aber rausschneiden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe das rausgeschnitten. Ich habe nachgeguckt. Einer der Spieler von den Gegnern hatte Gummistiefel. Und ich wollte gucken, ob ich die bestellen kann. Aber der Spieler war leider, oder der Avatar, der Inkling, was das auch immer war nicht da. Manche Sachen sind nämlich nicht bestellbar, sondern man muss sie bei der Bär GmbH im Salmon Run sich erst verdienen. Das sind eben die Gummistiefel. Grund mehr, mal wieder Salmon Run zu spielen. Aber auch der Spieler selbst war jetzt, oder Spielerin, war jetzt nicht da. So, zweite Runde. Tolle Farbe, eine andere Map. Ui, auf dem Wasser. Ist das ein Einkaufszentrum? Also eine, so eine Art Einkaufszentrum? Oder was ist denn das? Unter einer großen Kuppel, umgeben von Wasser. Das ist schon richtig cool. Das ist richtig cool. Hängt da ein Plan? So. Wir splatten hier ordentlich ein. Natürlich da... Danke. Dieser blöde Ultrastempel. Ich kenne ja Leute, die sagen, den Ultrastempel, den nehme ich besonders gerne, weil der dich so ärgert, weil du das nicht magst. Das finde ich lustig. Ja, Grüße gehen raus an, naja, ich sag mal, Bekannte, ja? Die auch so ab und zu mal Splatoon spielen und es ganz toll finden und lustig finden, richtig gemein zu sein. Und, ja, wie gesagt, das ist ein eigenes Thema für sich, das will ich jetzt hier nicht behandeln. Ich spiele mit dem Gedanken, auch mal so ein paar Real Talk Videos zu machen, wo ich über bestimmte Themen anspreche, die jetzt nichts direkt mit Gamings oder so zu tun haben. Ja, mal gucken. Manche Sachen lohnen sich, sie anzusprechen, manche nicht, weil sich ja eh nichts ändert. Von dem her möchte ich hier mal sagen, wenn es Leute in eurem Leben gibt, die euch aufregen oder die euch nicht gut tun oder dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es Freunde sind, ja, akzeptiert die Marotten und sagt so, ja, leben, leben lassen. Dafür gibt es dann eben andere Qualitäten oder man sagt einfach, gut, ja, dann ich muss mich ja nicht zwangsläufig mit Leuten abgeben, die mir nicht gut tun. Das muss dann jeder selber wissen, so weggesplattet. Ja, der Blubber. Der blubbert, schwabbert, der ist. Aber wie gesagt, vielleicht spreche ich mal dieses Thema gesondert an. Obklocool ist erledigt. Auch wenn es jetzt nicht zu Gaming passt. Diesbezüglich habe ich auch schon blöde Fehler gemacht. Das gebe ich zu. Es gab da mal jemanden, der hat auch Splatoon gespielt. Den habe ich über Splatoon, was heißt kennengelernt, aber... Ich kannte den jetzt nicht persönlich, man hat manchmal geschrieben, dann hat man Splatoon gespielt und der hat dann plötzlich sich von Splatoon verabschiedet und gesagt, ja, er macht kein Splatoon mehr, hat auch seinen Avatar geändert und alles und ich glaube, da war ein Octoling, der hat Octoling als Avatar gehabt und dann habe ich aber auch den Kontakt abgebrochen, also ich habe den auch deabonniert und alles und das fand ich irgendwie jetzt im Nachhinein nicht so toll, nicht so cool, das macht man einfach nicht. Weil es gibt ja noch was, es gibt ja mehr wie Spiele. Und ja, heute tut mir das leid. Ja, gewonnen! In den traditionellen, ursprünglichen Splatoon-Farben. Cool. Aber, ja. Ja, oh, und der Faustcheck. Das ist ein tolles Gimmick, was sie da eingebaut haben. Der kommt manchmal, ich weiß gar nicht, ob der so random... ob das so per Zufallsgenerator eingespielt wird oder ob man da irgendwas machen muss oder in der richtigen Pose stehen muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das richtig toll. Naja, was ich da sagen wollte, das war echt ein Fehler von mir, das macht man nicht. Aber gut, solche Fehler macht man, man ist ja auch nur ein Mensch. Und ja, wie gesagt, Splatoon, es ist ein Spiel, das Spiel soll Spaß machen.
Und bei Splatoon geht mir es wie mit dem Disneyland, dass ich sage, im Disneyland hat man keine schlechte Laune. Wenn es irgendetwas gibt, was einem aufregt, dann geht man dem Ganzen eher einfach aus dem Weg und sagt, okay, und wegstecken und ich bin jetzt hier, um Spaß zu haben. Und bei Splatoon ist es genauso. Und ich habe so viele Splatoon-Spiele schon gespielt, wo ich mich so dermaßen aufgeregt habe, wo ich so eine Wut hatte. Und dann ist es besser, okay, ausschalten, Pause machen. Wieder in sich kehren und sich sagen, ich will das spielen, weil es Spaß macht. Und nicht sich über Dinge aufregen, an denen man auch jetzt nicht wirklich was ändern kann. Ich finde es furchtbar, ja, komisch, wenn Leute mit etwas flexen, ja, wie sehr sie ihre Waffe hoch gelevelt haben und wie viel sie gewonnen, wie oft sie gewonnen haben. Dabei Splatoon ist ein Teamsport, ist ein Teamspiel. Und wenn das Team, also wenn von vier Leuten zwei oder drei einfach nichts können, was ja auch kein Vorwurf ist, aber vielleicht sind es ein neues Spiel, vielleicht sind es noch jünger, vielleicht älter, keine Ahnung. Und man dann verliert, dann ist es ja nicht meine Schuld, dass das Team verloren hat. Und umgekehrt genauso. Und das ist eben stolz auf etwas zu sein, was man selber jetzt nicht unbedingt groß mitgeleistet hat. Und sagt so, oh, guck mal her, wie toll ich bin. Das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Spiel, das soll Spaß machen. Und genau deswegen, was man jetzt hier gerade sieht, genau deswegen spiele ich es auch. Das soll entspannen und es soll, habe ich schon gesagt, Spaß machen? Ja, Spaß machen. So, krieg ich dich? Ja, ich krieg dich! Und er kriegt mich. Player. Aber es sieht gut aus. Wir haben den Flughafen, gut, es ist nicht der Flughafen direkt, es ist so eine Map, wo auf dem Flughafen ist. Cool wäre es natürlich, wenn wir uns auch noch also im Flughafengelände, im Terminal drin rumsplatten könnten. Ja, oder auf so einem Flugzeug. Ja, oh, da kommt wieder der Ultrastempel. Oh. Auch so eine Sache, was mir auch oft passiert, wenn ein Gegner dann direkt vor mir steht, ist die Tinte leer und das blättert mich weg. Deswegen, wenn man da strategisch vorgehen will, ja so, zack, haben wir uns gegenseitig gesplattet. Wenn man da so ein bisschen strategisch vorgehen will, dann irgendwo sich ein bisschen verschwanzen, warten, gut die Tinte aufladen und dann immer wieder versuchen, Gegner abzuschießen. So, hier Sprinkler mal zum Einsatz. Und natürlich einfärben. Vielleicht schaffe ich die 1000. Das ist ja immer so das persönliche. So, runter. Runter die Gangway. War das die Rolltreppe? Zu dem Gepäck. Zum Gepäck, ja. Gepäckannahme. Und da geht's ab nach Hawaii. Das ist nämlich so noch so ein. Jawohl, ich hab ihn. Hugo! Das ist nämlich noch so ein Traum von mir, ein Fernziel von mir. Urlaub auf Hawaii. So, ja, sieht sehr gut aus. Das ist 2-1 für Team Kip. Ne, es gibt kein Team. Gibt gerade kein Team Samstag, ja. So. Na, die 1000 nicht geschafft. Aber egal. Aber die neue Waffe, sie liegt gut in der Hand. Ich komme gut damit zurecht. Auch das Wegsplatten von Gegnern sieht gut aus. Funktioniert ganz gut. So, ich mach hier mal ein bisschen die Dusche an. Den Springbrunnen. Oh, ja, das Plätschern. Oh, sehr schön. Und die Waffe ein bisschen aufladen, dass ich auch noch Regen. Tintenregen. Oh, hört euch das mal an. Dass ich noch ein bisschen Tintenregen erzeugen kann. Aber Spiel geht los. Ja, wer in der Lobby ein bisschen länger rumspielen möchte, das geht ja auch, wenn man nicht auf einen Kampf wartet. Der kann ja auch einfach so in die Lobby rein und da dann rumsplatten.
Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, dass man die Maps auch so besuchen und rumsplitten und üben kann. Muss ich mal gucken, ob das geht. Bei Splatoon 2 ging das ja. So, oh, interessante Farbe. Pfefferminzgrün. Also so sehen jedenfalls die Packungen aus von Rittersport Pfefferminz. So, ich gehe mal hier zügig vor. Es sind gar keine Gegner, da ist alles so leer. Wo sind denn alle? Und die Ulti-Waffe aufladen. Ja, und jetzt will ich die. Jetzt will ich die Wolke. Ich will. Och nö. Och nö. Ah. Ja, das ist Pech. Das ist ärgerlich. Das kam übrigens beim letzten Splatfest so häufig vor, dass vorzeitig Spieler disconnecten und das Spiel abgebrochen wurde. Das kam so häufig vor. Ich kann vielleicht ein bisschen was über das letzte Splatfest erzählen, wenn ich schon kein Video momentan habe. Erstens, es gab unglaublich oft Disconnect. Zweitens, keinen einzigen 10er oder 100er Kampf. Einen einzigen. Keinen einzigen. Einige von dem Gewinn und Lose war es eigentlich ausgeglichen, aber ich habe meistens gegen mein eigenes Team gespielt. Also meistens hat Team Samstag gegeneinander gespielt, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute sich für dieses Team entschieden haben. Alienäre. Ja, ich habe echt gedacht, dass Team Samstag gewinnt, aber wir haben verloren. Ich glaube gegen den Freitag. War es das Sonntag? Wir hatten nochmal gewonnen. Ich glaube, Freitag hat, glaube ich, gewonnen. Oh, guckt euch das an. Also sowas sehe ich auch in Real Life sehr gerne. Ich mag Flughäfen einfach. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Das ist so ein Splatfest. Oh, 2 Gramm Panzer! 2 Gramm Panzer nebeneinander. Oh, wie oft sieht man sowas? Ey, cool. Auch wenn ich weggesplattet wurde. Cool. So ein Splatfest entscheidet ja nicht, wer jetzt der beste Wochentag ist. Also, Wochenendtag ist. Also, ich bin der Meinung, alle 3 sind toll. Ja, also Freitag, cool. Letzter Arbeitstag. Ich darf dann da schon lange aufbleiben. Deswegen sind da meistens auch die großen Streams. Wie Gronkh zum Beispiel. Oder Schläferz kommen dann da. Und Samstag, wenn man jetzt nicht gerade wirklich was Großartiges vorhat. Weil Samstag ist ja auch ein Werktag. Also da sind ja die Geschäfte offen und so. Ist der Samstag auch der einzigste Tag, wo man ausschlafen und lange aufbleiben kann. Und Sonntag ist ausschlafen. Hallo, Sonntag und chillen. Ist auch ein toller Tag. Natürlich hat man da schon im Hinterkopf, oh, morgen muss ich wieder aufstehen, morgen ist Montag. Ja, aber ich finde alle 3 Tage eigentlich toll. Und ein Tag ist ja jetzt nicht schlechter oder besser, weil da jetzt das Splatfest gewonnen hat. Die brauchen halt ein Motto, ein Themenmotto, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Themen beim Splatfest von der Farbwahl ein bisschen abweichen. Das nächste Thema sind ja Musikinstrumente. Und da ist ja auch die Farbe, sagt da ja nichts aus. Das war bei den anderen Splatfesten ein bisschen nachvollziehbarer. Es ist ja klar, wenn es zum Beispiel Eigelb gegen Eiweiß, ja, dann ist es ja Weiß gegen Gelb oder was gab es da noch? Ketchup gegen Mayo oder so. Aber es gab ja auch dann andere Splatfeste, wo ja die Farbe ja auch, als zum Beispiel, ich glaube, Zeitreise gegen Teleportation gab es dann mal. Eins meiner Lieblings-Splatfeste, Aliens, Zombies und Vampire oder Geister. Nee, Geister war es, glaube ich, noch. Wo ich selbstverständlich im Team Alien war. Oder war es Nessie? Nessie gegen Aliens? Ah, ich weiß nicht mehr. Ist auch egal, auf jeden Fall.
Jetzt sind es eben die Musikinstrumente. Und ja, wenn sie da entsprechend was einbauen würden, also ich würde es feiern, wenn dann, ach übrigens, toll, gewonnen. Ich würde es feiern, wenn dann die Moderatoren dann auch entsprechend was machen würden. Also wenn dann, was weiß ich, auf dem Keyboard oder auf der Gitarre was gespielt werden würde. Aber ich glaube, der Aufwand wäre schon zu groß, da dann Animationen noch irgendwie reinzuschneiden. Ja, das soll es dann gewesen sein. Das war jetzt ein bisschen auch geplaudert über das letzte Splatfest. Wir sehen uns. Kip Supernova. Over and out.